Stephanie Popp hier, hi. Seit vielen Tagen schon habe ich so dieses Empfinden, dieses generelle Empfinden, dass so viele Menschen einfach kämpfen unter Müdigkeit und Antriebslosigkeit und manchmal auch eine Hoffnungslosigkeit und einfach dieses Gefühl, oh, wie soll ich mich nur einen weiteren Tag motivieren, um weiterzugehen, um weiterzumachen oder womöglich gar in die Zukunft zu investieren. Und ich spüre einfach, wie Gottes Herz so bewegt ist für dich, für jeden Einzelnen, der damit kämpft. Und ich habe heute Morgen ein Wort für dich. Und zwar habe ich das in Hagai gefunden. Und es hat mich so berührt, ja, wenn man das Buch Hagai liest in der Bibel, das müsst ihr mal tun. Es ist einfach so interessant. Aber auf jeden Fall ist da das Volk. Und Gott kommt zu ihnen und er sagt, hey, ich bin mit euch. Und er sagt dann, beziehungsweise dann heißt es, und der Herr weckte den Geist Zerubabels und er weckte den Geist Jeschuas und er weckte den Geist des ganzen übrigen Volkes. Und dann kamen sie und fingen an mit der Arbeit am Haus des Herrn. Und ich habe so empfunden, wie Gott sagt, es kommt etwas, es kommt übernatürlich, es wird in eurem Geist geschehen. Ich werde euren Geist aufwecken. Und je nach Übersetzung wird es mit entflammen auch übersetzt. Ja, Gott wird kommen und unseren Geist entflammen. Und ich empfand so das Herz Gottes zu sagen, ich werde kommen und das Herz des Volkes, den Geist des Volkes wirklich entflammen. Und was dabei herauskommt, ist, dass wir mit neuer Kraft fokussiert, zielorientiert all die Dinge angehen können, die nicht nur wichtig sind in unserem eigenen Leben, sondern für das Königreich. Ich spüre, wie Gott sagt, dass diese Zeit einfach zu Ende geht und dass es die Zeit des Königreichs ist. Die Zeit des Königreichs ist angebrochen. Ich habe das in anderen Videos schon erwähnt. Es ist etwas, was präsent ist in meinem Geist und Gott ist einfach mitten dabei. Und es hat mich so berührt. Manchmal erleben wir Zeiten wie diese, Zeiten der Kraftlosigkeit, der Müdigkeit und diesem täglichen Kampf damit. Wir erleben diese Zeiten ja hautnah. Und dass Gott einfach nicht kommt und sagt, hey, jetzt mach mal, jetzt gib dir mal einen Ruck, dass er nicht kommt und sag ich mal, einen Tritt in den Hintern versetzt und wir dann irgendwie lostaumeln. Nein, er sagt, ich bin da, ich bin mit dir, ich bin mit euch. Und dann kommt Gott und weckt, erweckt, entflammt ganz neu unseren Geist. Und aus unserem Geist heraus wird fließen, was wir im Natürlichen brauchen für unseren Körper und für unsere Seele. Hat mich heute Morgen einfach, es war so ein klares Reden Gottes, hat mich ermutigt, aber es hat mich auch für uns ermutigt, für unser Land, für meine Gemeinde, für die Freunde, für die Nachbarn um mich herum zu sehen und zu verstehen, dass Gott ist da. Er ist mit uns und er hat eine Lösung für das Ganze und sie wird übernatürlich sein. Er kommt, er wird es tun. So möchte ich dich ermutigen mit diesen Worten. Halte Ausschau nach Gott. Halte Ausschau nach seinem Kommen für dich und er wird deinen Geist ganz neu entflammen, in Brand setzen, erwecken und aus dem heraus kommt die Kraft, die du brauchst für dein tägliches Leben. Ich möchte dich echt segnen damit. Und wenn dich das ermutigt hat, dann teile dieses Video, damit möglichst viele diese Message erhalten. Bis denn.